Hier lang. Auf mein Zeichen. Geben Sie mir Deckung. Verlassen. Ein sehr schlechtes Omen. Bestimmt wollen Sie sich neu gruppieren. Uns bleibt wohl nur ein kleines Zeitfenster, bevor Sie zurückkommen. Jetzt! Der Beweis, Frau! Wie Sie wünschen. Jetzt. Untersucht die Ladung. Sucht nach auffälligen Kennzeichen auf den Kisten. Die Kisten, die wir suchen, haben das Abzeichen der Kompanie auf der Seite. Nicht markiert. Achten Sie auf das Abzeichen. Es ist ein roter Stempel. Richtig. Hier, das muss es sein, was wir suchen. Heben wir diese herunter. Brecheisen. Sehen Sie hin, Ritter. Das ist das Übel, gegen das wir kämpfen. Vampire. Unmöglich. Aber wie? Die Halbblüter festigen ihre Macht. Mit dem Schutz der Lykaner in ihrem Land verbreiten Lord Hastings und seine Vampirbrut ihre Seuche... Lord Hastings? Er kann keiner von ihnen sein. Viele in Whitechapel haben ihren noblen Lord spät in der Nacht auf der Jagd nach gefallenen Frauen beobachtet. Die Ripper-Morde. So nennen sie doch. Wie konnte sich der Mörder Ihrer Meinung nach Commissioner Doyles Fangnetzen so lange entziehen? Whitechapel ist zum Nährboden der Brut geworden. Wie viele von denen sind noch hier? Genug, um eine Stadt zu verseuchen. Beim Blut Gottes. Wir müssen diese Fracht zerstören. Hier drüben. Ich habe Treibstoff gefunden. Ich zünde die hier an. Bereiten Sie andere vor. Die hier ist fertig. Erledigt. Hier drüben. Los, helfen Sie mir darauf. In Ordnung. Ugh.
Ich suche nach etwas, um Ihnen zu helfen. Hier ist eine Leiter. Hier ist noch ein Treibstofftank. Okay, der hier kann angezündet werden. Sehen wir nach dem Rest. Also gut. Los, übernehmen Sie die restliche Fracht. Ich kümmere mich um die. Das war die letzte. Siehst du? Thank you.
2. Hier drüben ist eine Tür. Rani, bist du hier drin? Debbie! Bin ich froh, deine Stimme zu hören. Rani, bist du verletzt? Nein, noch nicht, aber schnell, versuch die Tür aufzubrechen. Sofort, Rani. Wiederzusehen, Tochter. Wie habt ihr uns gefunden? Dafür ist keine Zeit. Die Truppen der Kompanie sammeln sich bei der Werft. Wir müssen fliehen. Ritter, fordern Sie es nicht heraus. Wir sind hier fertig. Dieser Horror muss dem Rat berichtet werden. Überlegen Sie, Ritter. Die Kompanie konnte das nicht ohne mächtige Freunde in der Regierung schaffen. Sie haben gesehen, wie ihre eigenen Ränge infiltriert wurden. Wenn das so ist, hätte ich doch Verdacht. Es ist nun ein Krieg gegen die Halbblüter. Sie nutzen das vereinte Indien, um auf der ganzen Welt Schrecken zu verbreiten. Sie müssen uns helfen. Ich bin ein Ritter. Ich diene dem Schutz des Empires, nicht seinem Sturz. Trauen Sie niemandem. Leben Sie wohl, Ritter. Hätten wir uns nur unter anderen Umständen getroffen. Wo finde ich Sie? Flüstern Sie meinen Namen in Whitechapel und ich werde da sein. Gray, was in aller Welt ist los mit dir? Nicht jetzt, Izzy. Bleib sofort stehen. Ich habe dich in Whitechapel gesehen. Was? Du bist mir gefolgt? Ich hab mir Sorgen gemacht. Nach der Schlacht auf der Brücke bist du wie ein Irrer abgehauen. Du weißt nichts. Weniger als nichts. Ist das eine Art heimliche Infiltrierung? Hast du das etwa vor? Jetzt ist keine Zeit. Gray, was ist mit dir los? Nein. Seit Mallorys Tod schaue ich dich an und sehe... Und? Was siehst du? Ich weiß nicht. Einen Fremden. Bei dem ich nicht weiß, ob ich ihm trauen kann. Was immer es ist. Herrgott, sag's mir. Nicht jetzt, Izzy. Du solltest mir aus dem Weg gehen. Zu deinem Wohl. Sie, holen Sie General Lafayette und bringen Sie ihn in die Bibliothek. Die Verschwörung reicht bis ins Zentrum des Rates. Diese Behauptung ist monströs. Ich glaube sie nicht. Wenn der Lord Kanzler es mir erlaubt, kann ich beweisen... Ich glaube es nicht. Und ich will nichts mehr von diesen abstrusen Verdächtigungen hören. In all den Jahren, die ich deinen Vater kenne, habe ich ihn nie so stur erlebt. Deine Anschuldigungen betreffen das Herz des Empires. Ich fürchte, noch so einen Schlag wie Mallorys Verlust wird er nicht ertragen. Er muss nur zur Blackwall-Werft gehen. Hast du einen Beweis? Alles ist völlig vernichtet. Ein klarer Fall von Brandstiftung, sagt Commissioner Doyle. Offenbar wurde ein kleiner Trupp Rebellen auf den Docks gesehen. Es war ziemlich... Welches Wort benutzt der Commissioner so gern? Ah ja, elementar. Und was glaubst du? Ich habe keine Meinung. Wenn du willst, kann ich versuchen, den Lordkanzler zu überzeugen, die Sache vor den Rat zu bringen. Wenn wir tatsächlich einen Verräter in unseren Reihen haben, werden die Verschwörer sicher davon erfahren. Was schlägst du vor? Wir brechen im Schutze der Nacht in das Vereinte Indienhaus ein. Dort finden sich ganz sicher Informationen, die etwas Licht auf die Ereignisse der letzten Tage werfen. In das Hauptquartier der Kompanie einbrechen. Du bist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Mallory. Drastische Umstände erfordern drastische Maßnahmen.
Ich brauche deine Hilfe, Alistair. Ich halte es wohl kaum für angemessen, wenn der Ritterkommandant... Du bist mit dem Gelände vertraut. Ich brauche deine Hilfe, um mich im Vereintes Indienhaus zurechtzufinden. Wenn wir eine Verschwörung entdecken sollten, wird deine Aussage deinen Vater überzeugen. Also gut. Aber wir beide allein werden nicht in das Gelände eindringen können. Wenn es stimmt, was du sagst, dann können wir nur wenigen trauen. Meiner Schwester? Lafayette? Ohne Beweise darf ich sie da nicht reinziehen. Wer dann? Vielleicht kenne ich jemanden, der uns helfen kann. Ich danke dir, Bruder. Nähern uns dem Vereintes Indienhaus. Ich nehme an, wir gehen nicht durch die Vordertür rein. Keine Sorge. Ich habe unser Eindringen gut vorbereitet. Der Zugang auf das Gelände erwies sich als etwas schwieriger als geplant. Wir sind da. Hintereingang zum Gelände? Könnte man sagen. Nicht mehr lange und die Wahrheit kommt ans Licht, Sebastian. Wie besprochen. Die Waffen liegen auf dem Tisch. Aufs Dach geht's, durch das Schlafzimmer. Gute Arbeit, Francis. Zu Ihren Diensten, Sir. Francis hat in den Commonwealth-Truppen gedient. Armbrust. Weckt Erinnerungen. Und zwar ziemlich alte. Ich dachte, wir gehen besser unauffällig vor. Los gehen wir. Die ganze Nacht sind Patrouillen unterwegs. Alle Eingänge sind bewacht. Wo gehen wir rein? Im Garten. Genug Deckung, um unbemerkt reinzukommen. Mir nach. Gehen wir rauf aufs Dach.